Mit den Geschehnissen von Chemnitz, vor allem ihrer medialen Aufbereitung und Kommentierung, sind die Absichten dieser Akteure im politischen Raum in eine vor dem ungeahnte Deutlichkeit getreten. Falls noch Zweifel bestanden, für wen diese Kräfte Politik machen und vor allem auch für wen nicht, so sind diese ausgeräumt. Man macht mobil gegen demokratische Proteste. Die Regierenden und ihre Medienvasallen feuern aus allen Rohren gegen deutsche Bürger, die ihr Grundrecht auf Meinungsäußerung wahrnehmen. Der Vorgang ist beispiellos, es sei denn, man erinnerte sich der totalitären Regime des letzten Jahrhunderts auf deutschem Boden. Was war geschehen? Wieder einmal ein Messermord durch illegale Migranten, ein Syrer, ein Iraker. Sie haben drei Deutsche mit Messern überfallen, zwei davon schwer verletzt, einen ermordet. Darüber, dass eine so schreckliche Tat nach so vielen anderen ähnlichen Messerattacken wieder passiert ist, sind die Bürger entsetzt. Entsetzt darüber, dass offenbar immer noch nichts getan wird, um das Problem anzugehen. Entsetzt darüber, dass solche Taten sich erschreckend häufen. Taten, die es so hier früher nicht gegeben hat. Verübt von Personen, die hier aufgenommen wurden, obwohl es in vielen Hunderttausenden von Fällen keinen triftigen Grund dafür gibt. Ihr Schutzbegehren wurde abgelehnt. Der aufgestaute Unmut, der die ganz überwiegend friedlichen Demonstranten auf die Straße treibt, ist mehr als nachvollziehbar. Der Unmut angesichts der Untätigkeit der Regierungspolitik. Was aber geschieht? Die Politik beschimpft die empörten Bürger. Wer sich so verhält, zeigt sich schuldig, hat Angst vor dem eigenen Volk. Die Medien erfinden sogenannte Hetzjagden, um die es fortan allein gehen soll. Beweise? Fehlanzeige. Es soll suggeriert werden, wer gegen die Zustände demonstriert, ist Neonazi, macht sich mit Chaoten gemein, die ganz vereinzelt für Szenen gesorgt haben mögen. Wenige Filmsequenzen sollen eine vermeintlich rechte Gefahr abbilden. Eigentlich ein einziges Video, eine kurze Sequenz, wo ein Mann auf andere zustürmt. Die angebliche Hetzjagd endet nach 10 Metern. Das war's. Der Chefredakteur der sächsischen Zeitung Freien Presse sagt, Hetzjagden haben wir nicht beobachtet. Etwaige wenige Pöbeleien, nicht anders als bei anderen solchen Gelegenheiten, wären zu verurteilen, repräsentierten aber mitnichten die Masse der Demonstranten. Auf ihrer Pressekonferenz sagt die Polizei, dass es bei angeblichen Tumulten am Montag keine Festnahmen oder Anzeigen gegeben habe, spricht von einer Spontandemo, die sich bald vereinzelt habe. Bei linken Gewaltexzessen bei G20 gab es hunderte verletzte Polizisten und Festnahmen, ein Millionenschaden, in Chemnitz nichts davon. Die Medien unterschlagen, dass tausende Bürger friedlich demonstrierten, dass hier gegen eine Politik der Untätigkeit protestiert wird, die solche Morde ungerührt zur Kenntnis nimmt. Davon soll abgelenkt werden. Die Bürger erleben, wie Frauen durch Migrantenklicken bedrängt werden, auf Stadtfesten, im Alltag, ohne jede Konsequenz. Aber Politik und Medien schönfärberische Meldungen verbreiten und bestialische Messermorde und Vergewaltigungen als Einzelfälle abtun. Zorn und Empörung über diese Verantwortungslosigkeit sind mehr als berechtigt. Stattdessen aber gehen Politik und Medien massiv auf die Bürger los. Fabeln von Hetzjagden, Zusammenrottungen, Hass. Leitmedien hetzen tagelang gegen die Demonstranten. Sie werden als rechte Krawallmacher verunglimpft. Es wird eine rechte Gefahr erfunden. Auch dass extra Polizeikräfte angefordert werden müssten, dient vor allem der Verleumdung. Das ganze Affentheater dieser Berichterstattung hat in Wahrheit ein einziges Ziel, die gerade im Osten kometenhaft aufsteigende AfD zu diskreditieren, die von ihr vertretene Sache der unzufriedenen Bürger mit aller Macht zu diffamieren. Politik und Medien wollen durch Tatsachenverdrehung die Bürger irreführen. Es soll direkt ins Geschichtsbuch hineingelogen werden, es drohe eine Gefahr durch demonstrierende Bürger, nicht von Messerstechern. Die ganz überwiegend friedlichen Demonstranten werden nicht gezeigt. Wir hören, in Deutschland ist kein Platz für Selbstjustiz. Das wollen wir hoffen. Voraussetzung dafür ist, dass der Staat seiner Schutzpflicht gegenüber seinen Bürgern nachkommt, sein Gewaltmonopol strikt durchsetzt, anstatt Forderungen danach als rechtsextrem zu denunzieren. Die Haltung der Regierung zu all den Morden, Messerattacken und Vergewaltigungen aber ist nun klar. Sie wird nichts tun, gar nichts. Die maßlose Angst vor den Umfragewerten im Osten führt zu der größten Hetzkampagne gegen demonstrierende Bürger, die man je gesehen hat. Es geht ausschließlich darum, Protest und Kritik von vornherein zu verunglimpfen und zu ersticken. Es geht um Einschüchterung. Niemand soll auf die Idee kommen, sich Protesten anzuschließen. Es geht um Diffamierung. Wer gegen die Regierung demonstriert, soll als Extremist, als Hassverbreiter, als Nazi gelten. Wahrlich eine neue Stufe im Kampf der Regierung und ihrer medialen Hilfstruppen gegen das eigene Volk. Klar ist, die Täter kamen durch Merkels Grenzöffnung ins Land. Die Taten sind keine Einzelfälle. Der Anteil der Straftäter und Asylbewerbern ist wesentlich höher als bei den Einheimischen. Hunderttausende hätten längst abgeschoben werden müssen.
Dass Menschen auf die Straße gehen, weil sie von all dem genug haben, ist nachvollziehbar. Sie wollen das Ende des Mordens, der Vergewaltigungen, das Ende der illegalen Massenzuwanderung. Sie verlangen Sicherheit und Recht und Ordnung, fordern die Eskalation der Gewalt durch migrantische Einzeltäter endlich zu stoppen, wollen endlich wieder sich auf einem Fest abends auf dem Nachhauseweg beim Joggen nicht mehr fürchten müssen. Es gibt Kulturen, wo Konflikte mit dem Messer ausgetragen werden. Wenn eine Regierung große Mengen solcher Männer nach Deutschland lässt, handelt sie verantwortungslos und grob fahrlässig. Für dieses Chaos ist die Merkel-Regierung verantwortlich, die sich weigert, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Für die Durchsetzung des Gewaltmonopols des Staates sowie von Recht und Ordnung ist jetzt ein politischer Kurswechsel unabdingbar. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.